Auf meiner Uhr ist es jetzt 13. Ich fange einfach mal an, weil der Anfang ja meistens sowieso nicht so relevant ist. Und die meisten von Ihnen ja, oder einige von Ihnen ja am Ende die Klausur schreiben müssen. Ich weiß nicht, Sie hier vielleicht auch. Und deswegen vielleicht besser ist, wenn wir eher fertig sind. Und deswegen fangen wir jetzt an. Also, ich bin die Vertretung für Frau Harter, die mich, glaube ich, letztes Mal bereits angekündigt hatte. Mein Name ist Michael Zajatke und ich bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe im letzten Jahr, je nachdem, über ein spätantikes Thema promoviert, und zwar über die Dukes in den Gentilreichen, also in den Germanenreichen hieß es früher. Deswegen hat mich Frau Harter gefragt, ob ich nicht heute mal einspringen kann. Aufgrund meines Themas bin ich natürlich auch ein bisschen auf die Institutionengeschichte fokussiert, und das wird sich dann auch im Laufe der Veranstaltung zeigen. Die Kirchengeschichte werde ich nur am Rande berühren, weil das nicht mein Hauptthema ist, aber ich versuche trotzdem die wichtigsten Sachen zu erwähnen. Der Ablauf für die heutige und letzte Sitzung der gesamten Antike deckt nur 250 Jahre ab. Was ungefähr 30.000 Quellenseiten entspricht. Das kann man vielleicht in der Archaik machen, aber nicht in der Spätantike. Trotzdem versuchen wir das jetzt mal. Der Ablauf ist folgender. Ich werde am Anfang auf die konstantinische Dynastie eingehen. Das wird ziemlich konfus werden. Das liegt aber daran, dass es eben so ist. Und werde dann bis zur Teilung von West- und Ostrom vorgehen und da so einen Schnitt machen. Danach ist es genauso schlimm weitergegangen, aber das spare ich Ihnen dann mal, die ganzen Kaisernamen, weil die Kaiser faktisch kaum noch, insbesondere in Westrom, Macht hatten, sondern die Macht an andere Institutionen übergeht. Dann schauen wir uns die Barbarenreiche an, oder die Gentilreiche, je nachdem, das ist immer so ein Forschungsding, wie es dann gerade heißt heute. Wenn ich es trotzdem nochmal Barbarenreich ist, vielleicht am einfachsten, dann werden wir auf die im Speziellen kurz eingehen, auf die Rechtslage als spezifischen Punkt, weil die in der Spätantike besser bekannt ist als vorher und auch ziemlich kompliziert. Dann, wie gesagt, auf die Religion ganz kurz. Dann gehe ich auf das Oströmische Reich ein, weil dieser ganze Komplex der Völkerwanderungszeit mit dem Untergang und all dem im Wesentlichen ein Phänomen des Westens ist und das Ostreich kaum eine große Rolle spielt in der Hinsicht. Kleinen Moment bitte. Es geht nicht von Ihrer Klausurzeit ab. So, also. Beginnen wir beim Tod Konstantins im Jahr 337. Konstantin hatte drei Söhne im Wesentlichen, die alle als Nachfolger vorgesehen waren, und zwar Konstantin den Zweiten, Konstantius den Zweiten und Konstanz, und dazu auch einen Neffen, Flavius Dalmatius, die schon früh zu Cäsar oder früher vor dem Ableben Konstantins zu Cäsaris ernannt worden waren, und deswegen wahrscheinlich ist, dass Konstantin eine Teilung des Reiches in vier Bereiche vorgesehen hatte. Unmittelbar nach dem Tod und nach der Proklamation dieser drei Söhne und auch des Dalmatius zu Nachfolgern kam es zu einer Mordserie von Offizieren an den männlichen Nachkommen, dem eigentlich im Wesentlichen ein Großteil der konstantinischen oder der Nachfolger, männlichen Nachfolger des Konstantin zum Opfer fielen. Es überlebten einige, unter anderem auch Julian, sein Neffe, der später noch Kaiser werden sollte. Der ältere Konstantin II., Sie sehen hier, die Reiche habe ich kurz alle markiert. Also Sie sehen ja, wer wo dann an die Macht gekommen ist. Konstantin II. Aus Gallien marschierte in Italien ein, dem Reichsteil Konstanz, und wurde getötet. Dalmatius wurde vorher noch getötet, den habe ich vergessen. Der hat es nicht allzu lange gemacht, er wurde im gleichen Jahr noch ermordet im Laufe dieser Mordserie, und deswegen ist Konstantinus II. Zu diesem Zeitpunkt dann auch schon Alleinherrscher im Osten gewesen. Konstanz, der sich im Heer unbeliebt gemacht hatte, fiel dem Usurpator Magnentius zum Opfer, der sich im Westen, in Gallien, erhob. Konstantius II.,
der letzte verbliebene Sohn Konstantins, jetzt Konstantins des Großen, ernannte nun seinen Cousin Constantius Gallus zum Cäsar im Osten und verheiratete ihn mit seiner Schwester Konstantina. So konnte er sich im Westen mit Magnentius, also dem Usurpator, auseinandersetzen, ohne die Ostgrenze gegenüber den Sassaniden ungedeckt zu lassen. Die Sassaniden waren zu diesem Zeitpunkt der einzig echte Gegner des Römischen Reiches. Nachdem Konstantius 553 den Magnentius endgültig besiegt hatte, musste er aber feststellen, dass Gallus' Herrschaft im Osten nicht zu seiner Zufriedenheit verlaufen war. Er hatte die Bürger seiner Residenzstadt Antiochia gegen sich aufgebracht und dann stand im Verdacht, gegen Konstantius zu intrigieren. Dieser ließ ihn daraufhin hinrichten, nachdem kurz zuvor seine Schwester und auch die Verbindung zwischen beiden dann verstorben war. Julian, den wir schon am Anfang kurz hatten, wurde 355 in Gallien als Cäsar eingesetzt, bekam die Residenzstadt Lutetia, also Paris, zugewiesen und wurde mit Constantius' Schwester, einer anderen Schwester, Helena, verheiratet. Sowohl diese Ehe als auch die Ehe des Konstantinus II. Blieb kinderlos. Es kam also zur Entzweiung dieser beiden Teilreiche, wie das eben immer so ist, und 360 kam es zum Konflikt zwischen Julian im Westen und Constantius im Osten. Ein Bürgerkrieg ist verhindert worden durch den natürlichen Tod des Konstantinus II. Julian wurde daraufhin zum Alleinherrscher des Reiches. So. Julian mit dem Beinamen Julian Apostata, der Abgefallene, ist eine besondere Erscheinung, weil er nämlich der einzige Kaiser ist, der in die andere Richtung konvertiert ist, und zwar vom christlichen Glauben weg wieder zum paganen Glauben. Und der versucht hat, in seiner Herrschaft das Christentum wieder zurückzudrängen und eine heidnische Reichskirche zu etablieren, was allerdings scheiterte. Julian selbst ging gegen Korruption und gegen den überbordenden Beamtenapparat, speziell in Konstantinopel, vor und verschlankte die Verwaltung. Das Ganze hatte einen positiven Aspekt, vermutlich, das weiß man nicht so richtig genau, war das allerdings nicht, weil er eben die Verwaltung tatsächlich verschlanken wollte, was ja eine gute Sache ist im Wesentlichen, sondern weil das alles Christen waren und er die aus dem Staatsdienst weghaben wollte. Julian brach in den Osten gegen das Sassanidenreich auf und am 5. März 363, 2 Jahre nach dem Tod seines ehemaligen Rivalen, brach er mit einem starken Heer nach Persien auf und drang tief in das Sassanidenreich ein. Aufgrund fehlenden Belagerungsgerätes wurde die Hauptstadt Ktesiphon, die habe ich hier rot eingekreist, also sehen Sie auf beiden Seiten, nicht belagert und der Kaiser zog sich auf Anraten seiner Generäle dann wieder zurück. Die Perser hatten das Land allerdings verheert, es kam zum Nahrungsmangel und Julian starb dann beim Rückzug während des Rückmarsches bei Maranga am Tigris, weil er in einem Scharmützel durch eine Lanze verwundet worden war. Wobei nicht ganz klar war, ob er tatsächlich gegen die Gegner fiel oder von einem christlichen Offizier ein Attentat verübt wurde. Da er kinderlos war, musste ein Nachfolger gesucht werden und seine Offiziere einigten sich auf Jovian, den ich hier auch mit Münze abgebildet habe. Dieser schloss Frieden mit den Persern und zog sich daraufhin wieder zurück. Er starb im gleichen oder bald darauf im Jahr 364 während der Reise nach Westen, nachts in einem Zelt, vermutlich an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Zum Nachfolger wurde wieder unter den Offizieren der Valentinian berufen, der wahrscheinlich Tribun war, was, wie wir später sehen werden, nicht so besonders hohes Amt ist zu diesem Zeitpunkt. Valentinian ernennt einige Wochen später seinen Bruder Valens zum Mitkaiser und die beiden teilen sich das Reich wieder in Westen und Ostteil. Valentinian geht in den Westen und Valens geht in den Osten. Hier wird jetzt schon langsam deutlich, dass die Militärs eine Rolle einnehmen, die sie vorher nicht hatten, indem sie doch mehr oder minder rechtmäßige Kaiser benennen können. Valentinian residiert in Mailand, dann in Paris und später dann vor allem in Trier, für die, die da schon mal waren, sehr interessant, und verwaltete den Westen des Reiches und sein Bruder, wie gesagt, im Osten. Valentinian starb dann 375, also doch einige Zeit später, bei einem Feldzug in Pannonien, angeblich, so die Quellen, weil er sich bei den Verhandlungen mit den Barbaren so aufgeregt hatte über deren unverschämtes Auftreten, dass er einen Schlaganfall erlitt und daran daneben verschied.
Sein Sohn Valentinian II. Wurde vermutlich auf Betreiben des Heermeisters Mirobaudes, einem Franken, zum Kaiser im Westen ernannt. Und er teilte sich das Westreich mit seinem Halbbruder Gratian. Valens, sein Bruder, der im Osten herrschte, fiel 3 Jahre später, 378, wenigstens mal ordentlich, bei einer Schlacht gegen die Westgoten unter Fritigern, und zwar der Schlacht bei Adrianopel, die enorm verlustreich war und für das Reich wahrscheinlich auch einen sehr schweren Schlag dargestellt hat. Im Jahr darauf wurde Theodosius, ein hoher Offizier, zum Nachfolger im Osten ernannt. Im Westreich wurde der junge Valentinian II. Von Gratian, also seinem Halbbruder, seiner Mutter Justina und dem Heermeister Bauto, dem anderen Heermeister, beeinflusst. Unter seiner Herrschaft wurde ein Usurpator namens Magnus Maximus, der von den Legionen in Britannien zum Kaiser ausgerufen. Gratian, der gegen ihn zog, unterlag, da seine Soldaten schlichtweg die Seiten wechselten, und Valentinian II. Floh vor dem in Italien einmarschierenden Magnus Maximus nach Osten. Der Ostkaiser Theodosius besiegte ihn, ließ ihn hinrichten und setzte Valentinian wieder als Kaiser ein. Doch Valentinian II. Übte im Westen eigentlich nur formal die Herrschaft aus. In der Realität wurde die Politik im Wesentlichen durch den Heermeister Arbogast, also ein Dritter jetzt in dieser Reihe, bestimmt, der ebenfalls Franke war wie zuvor Mirobaudes und auch Bauto. Valentinian II. Wurde 392 erhängt im Palast in Vienne gefunden. Er hatte vermutlich Selbstmord begangen, weil er das nicht mehr ertragen konnte, dass er als Kaiser im Wesentlichen eigentlich nichts zu sagen hatte. Arbogast, der Heermeister, erhob den Redner Eugenius zum Kaiser. Da Theodosius, der Kaiser des Ostens, ihm trotz Nachfrage keinen neuen Kaiser geschickt hat, den er dann einsetzen könnte. 2 Jahre später kam es dann, 394, das geht immer so ein bisschen unter in der Literatur, zur Schlacht am Frigidus, das liegt hier. Und zwar bei der, eine große Schlacht zwischen den Truppen des Ostens und des Westens, bei der es je nach Quellenlage zwischen 60 und 100.000 Teilnehmer gegeben haben soll. Gehen wir mal von 60 aus, das ist schon genug. Darunter auch sehr viele Föderaten, also vertraglich gebundene Einheiten, und zwar Westgoten. Die Schlacht dauerte 2 Tage, viele Westgoten und auch viele Nicht-Westgoten starben und am Ende siegte Theodosius im Osten. Eugenius stirbt und Arbogast, der Heermeister, begeht Selbstmord. Die hohen Verluste in dieser Schlacht tragen nochmal wesentlich zur Schwächung des Reiches bei, und nur wenige Jahre vorher, Sie erinnern sich, gab es diese Schlacht gegen die Westgoten bei Adrianopel, und die Summe all dieser Toten hat schon was zu sagen, weil das Heer extrem geschwächt war, und die Frage war jetzt, wie geht man mit den vielen Barbaren um, die in das Reich einfallen und die vor den Toren stehen, weil das Heer ist im Wesentlichen weg, oder zumindest zum Großteil weg, und das war ein Problem. Theodosius, der Sieger, stirbt kurz darauf, eines natürlichen Todes, und das Reich wird dann 395 de facto in 2 Teile geteilt, und zwar in das Westreich unter seinem Sohn Honorius und das Ostreich unter seinem Sohn Arcadius. Honorius, der im Westen herrscht, war zum Antritt der Herrschaft 10 Jahre alt und wurde bei den Regierungsgeschäften vom Heermeister Stilicho, einem Vandal oder vandalischer Herkunft, der vom Osten geschickt wurde, unterstützt. Von Stilicho wie von den anderen Heermeistern gibt es nicht so hübsche Münzen wie von den Kaisern, weil die nun mal keine geprägt haben. Aber es gibt ein Diptychon, und davon habe ich den rechten Teil hier mal mitgebracht, das ungefähr 396 entstanden sein soll und vermutlich Stilicho zeigt. Und auf dem Schild, man kann das nicht so besonders gut erkennen, wenn man unklugerweise weiter hinten einen Platz ausgesucht hat. Und auf dem Schild hier sind 2 kleine Figürchen drauf, und das sollen die beiden Kaiser sein, die noch sehr jung waren zum Zeitpunkt ihrer Einsetzung. Auf dem anderen Teil ist noch seine Frau drauf, oder? Also können Sie sich im Internet angucken, findet man ganz leicht. Von nun an sollte sich eben im Westen diese Praxis durchsetzen, bis zum Untergang bestehen bleiben, auch wenn weiterhin römische Kaiser agierten, formal immer agierten, auch Konsuln weiter agierten, die de facto nichts mehr zu sagen hatten, lag die eigentliche Macht doch in der Hand der Heermeister. Nach Stilicho waren dies dann
Constantius, der später selbst Kaiser wurde, Aetius, den wir noch kennenlernen werden, Ricimer und Orestes und noch eine andere Reihe weiterer. Zudem gewannen die Anführer der Föderatenheere, also vertraglich gebundener Heere, immer mehr an Macht, nicht zuletzt Odoaker, der den letzten Kaiser dann 476 absetzen sollte. An dieser Stelle machen wir einen Themenwechsel. Es sind zu viele Namen und zu viele Wechsel der Kaiser, das kann man sich alles anschauen, das ist allerdings sehr schwer zu verstehen, erst recht, wenn man es nur hört. Deswegen machen wir jetzt einen kleinen Bruch und schauen uns mal die Verwaltung des Reiches an, die sich im Spätantike sehr gewandelt hatte. Aber so in der Art geht es weiter, ja. Können Sie sich ungefähr vorstellen. So, unter Diokletian und Konstantin gab es eine Reformation des Heeres und auch der Reichsverwaltung insgesamt. Da ist jetzt meine Frage an Sie, haben Sie sich die Heeresstruktur und Verwaltungsstruktur des Reiches zur normalen hohen Kaiserzeit schon angeschaut? Wurde das kurz umrissen, wie das aufgebaut war? Bitte? Nein. Also, Sie hatten ja die Zeit der Soldatenkaiser von 238 bis 284, wahrscheinlich kurz umrissen, das war noch schlimmer als hier. Und in dieser Zeit ist das Problem, dass es aufgrund der Verwaltungs- und Heeresstruktur im Römischen Reich eine Machtkonzentration bei den Statthaltern gibt. Das römische Heer ist aufgebaut als ein Berufsheer, das von römischen Bürgern gespeist wird und zur Hälfte aus römischen Hilfstruppen besteht, die keine Bürger sind. Die werden meist verheizt an den Fronten und kriegen weniger Geld und tragen einen Großteil der Kampflast. Die Offiziere selber sind ebenfalls meistens römische Bürger, bei den Hilfstruppen nicht unbedingt, aber sie können dann irgendwann aufsteigen in den römischen Bürgerstand. Und die Heere sind in den Provinzen dort stationiert, wo die Kriege wahrscheinlich stattfinden, also an den Grenzen. Die meisten Heere stehen an dem germanischen Limes, dann am Donau-Limes, dann gibt es in Britannien viele Truppen und auch im Osten, im Süden, in Afrika dann weniger, weil da ist nur Sand. Da muss man nicht so viel Krieg führen. Das ist also relativ nicht so schlimm. Aus diesem Grund werden nämlich in diesen Provinzen, wo wenig Kriege zu erwarten sind, auch vermehrt senatorische Statthalter eingesetzt. Sie kennen das vielleicht noch. In der normalen Republik lief das immer so und in der Kaiserzeit auch. Es werden Beamte gewählt und diese Beamte sind in Rom und die höheren Beamte, die werden danach in die Provinzen geschickt als Statthalter für eine Weile und machen da irgendwas, verwalten da. Und die eine Hälfte sind die ehemalig gewählten Beamten, Konsuln und Prätoren, und die andere Hälfte sind die Beamten, die vom Kaiser als persönliche Angestellte dorthin geschickt werden. Und das sind meistens die Provinzen, in denen das Militär steht. Das sind persönliche Gesandte des Kaisers, deswegen heißen sie auch Legati, also Gesandte, Augusti des Kaisers pro Prätore anstelle eines Prätors. Und die werden dort eingesetzt und haben viele Funktionen. Sie sind zivil, die höchste Instanz, also sind für die Verwaltung zuständig, sind die höchste richterliche Instanz. Sie sind die höchste Instanz, die für die Abführung der Steuern und deswegen für die Kohle zuständig ist. Sie sind Botschafter und gleichzeitig Oberkommandierende über bis zu 8 oder 4 Legionen, je nachdem, in welcher Provinz man sitzt. Wir haben also dann Leute, die seit 20, 30 Jahren im Staatsdienst sind, sehr gut ausgebildet und in einer Provinz sitzen, 20, 30.000 Soldaten unter sich haben und alle Macht. Und das sind die, die in der Soldatenkaiserzeit immer wieder gelacht haben, ja, der Kaiser, das ist ein Depp. Und die Soldaten haben sich gedacht, wenn wir unseren Statthalter zum Kaiser ernennen, dann gibt er uns Donativa, also Geld. Und deswegen ernennen wir den jetzt mal zum Kaiser. Und das ist der Grund, warum 335 mit Alexander Severus diese ganze Reichskrise eingetreten ist. Überall sind dann diese einzelnen Statthalter zu Kaisern ernannt worden, die haben sich umgebracht gegenseitig. Und das war nicht gut. Und deswegen hat sich Diokletian und Konstantin oder beide haben sich überlegt, das machen wir anders. Und deswegen gab es eine Reichsreform, die auf der einen Seite die zivile Organisation betroffen hat, also die Organisation der Provinzen und das Militär. Und beides wurde strikt getrennt. Es gab jetzt in jeder Provinz 2 Statthalter, einen Oberkommandierenden und einen Zivilen. Und die sollten sich gegenseitig blockieren, so ein bisschen, damit nicht wieder diese einzelnen Feldherren rauskommen. Über die Verwaltung der Spätantike sind wir ziemlich gut informiert, und zwar aufgrund einer Quelle im ganz Speziellen, und zwar der Notitia Dignitatum. Und die sehen Sie hier, das ist also eine Liste der Ämter,
ja, es wird immer als Staatshandbuch bezeichnet, ist in zwei Teile gegliedert, einen Ostteil, einen Westteil und gibt als Liste, das ist, wenn man es liest, ziemlich langweilig, aber dafür braucht man noch nicht so viel Latein, weil es gibt nicht so viel Text, der irgendwie fortlaufend wäre, und gibt alle Ämter am Hof, in den Provinzen und im Militär an, bis zu einer gewissen Höhe, und die ist ziemlich niedrig. Dort werden auch die ganzen Schreiber der einzelnen Beamten genannt und so weiter. Die Notitia Dignitatum ist in vier Handschriften heute erhalten. Die Datierung der Schrift an sich ist nicht ganz sicher. Irgendwann erstes Drittel, 5. Jahrhundert nach Christus. Allerdings geben die beiden Teile, Ost und West, unterschiedliche Zeitniveaus wieder. Das Buch ist zwar in der Zeit geschrieben, oder diese Version, aber im Osten ist die Situation wahrscheinlich die von 395, also der Reichsteilung. Im Westen wird sie bis in die 420er Jahre immer wieder ergänzt. Es gibt so Offiziere, die sind dort genannt und die werden dann einfach ersetzt durch einen anderen und dann stehen beide da drin. Das kann man so ein bisschen nachvollziehen im Detail, wenn man sich damit auseinandersetzt. Die Notitia Dignitatum ist in diesen vier mittelalterlichen Handschriften mit vielen bunten Bildern versehen, von denen einige sicherlich antik sind, insbesondere diese Schildembleme, die wir hier sehen. Dann gibt es eben Abbildungen wie zum Beispiel diese hier mit diesen kleinen Bogen. Und wer sich das anschaut, oben drüber steht Dux, Tractus, Sarmo, und dann kann man es nicht ganz so lesen. Das ist also der Dux für einen Teilbereich im Osten in diesem Fall. Und das ist ein Feldherr, der für einen Abschnitt der Grenze zuständig ist. Und jede einzelne Festung, die an dieser Grenze existierte, ist hier als so kleines Häuschen dargestellt. Steht auch drüber, was es ist. Und im Dokument selber ist auch nochmal vermerkt, wo die sitzen. So kann man sehr genau an den Grenzen rekonstruieren, wo welche Einheiten saßen und wie die ganze Heeresstruktur aussah. Da zeige ich nachher noch was. Dann kommen wir ganz kurz ganz unten habe ich einen Link, den Sie problemlos im Internet finden. Die Liste steht also online, die können Sie ohne Probleme in der Orthosek-Variante finden und da reinschauen, wenn Sie Lust drauf haben. So sieht die Liste aus. Das erschlägt einen also ein bisschen am Anfang. Ich will nur ganz kurz auf die wesentlichen Bestandteile eingehen. So sieht die Liste also aus. Und das ist der Anfang der Westliste. Oben steht der Titel, fett gedruckt. Also die Liste der Ämter, wenn man so will, zivil und auch militärisch, im Westteil. Die Liste geht dort eben los mit dem Praefectus Praetorio Italiae und dann geht es weiter. Ich habe auch noch eine kleine Einfärbung vorgesehen, dann kann man besser verstehen, welche Ämter zu welchen gehören. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Aber diese Liste ist höchstwahrscheinlich hierarchisch gegliedert. Das heißt, die ersten Ämter sind die höchsten und dann je weiter hinten es steht, desto niedriger. Die Liste selber geht dann ziemlich viele Seiten lang und jeder einzelne Beamte, der Personal hat, also jeder Comes hier zum Beispiel, und jeder Dux hier zum Beispiel hat ein eigenes Blatt, so wie das, was wir eben gesehen haben. Und da sind die einzelnen Einheiten nochmal aufgeführt. So. Die verschiedenen Farben markieren verschiedene Teilbereiche der Verwaltung. Die blauen, das ist der Praefectus Praetorio Italiae, dann der nächste Galliarum, der Praefectus Urbis Romae und dann der Proconsul Africae und auch die Vicarii sind zivile Verwaltungsbeamte, und zwar für die Provinzverwaltung. Dann haben wir die Roten, das sind Militärbeamte, der Magister Peditum in Presenti, also der, ja, wenn man so will, Oberkommandierende für die Fußtruppen, der Magister Equitum in Presenti und der Magister Equitum, also der Reiteroberst, wenn man so will, für Gallien. Dann haben wir noch zwei für die Reiter und auch Fußtruppen der Garde, und dann kommen die Statthalter bzw. die militärischen Kommandanten entlang der Grenze. Dazwischen haben wir noch Grün, das sind die Verwaltungsbeamten für die Staatsverwaltung, Magister Officiorum, der für die Büros zuständig war, der Quästor, der für die Gesetzesverfassung und für den Empfang von diplomatischen Gesandten und so weiter zuständig war, Comes Sacrarum Legionum und Comes Rerum Privatarum oder Privatum waren für die Finanzverwaltung zuständig. Den Bereich der Finanzverwaltung, der Bereich, der in privater Hand des Kaisers lag, de facto auch staatlich, also zum Beispiel große Latifundien und so weiter,
und der andere Teil war eben Steuereinnahmen. Das sind die Finanzbeamten. Dann haben wir diese violetten, Prepositus sacri cubiculi, dann Primicerius sacri cubiculi und dieser hier, Castrensis. Das sind alles Kammerdiener, von denen nicht ganz klar ist, was die machen, aber die sind nah am Kaiser und haben irgendwie viel, viel zu sagen. Was wissen wir nicht. Das war es im Wesentlichen. Dann können Sie sich also diese Liste ungefähr vorstellen. Wie die Militärbeamten dann verteilt waren, zeige ich gleich noch eine andere Übersicht. Aber vorher gehen wir noch ganz kurz auf die Zivilverwaltung ein. Und zwar vorher, vor dieser Reform, gab es das Reich insgesamt und dann Provinzen. Ja, die waren in zwei Teilbereiche untergliedert, senatorische Provinzen. Das sind die, in die Senatoren nach ihrem Amtsjahr als Konsul oder Prätor geschickt werden. Und die kaiserlichen Provinzen, die werden von kaiserlichen Gesandten bestimmt, durch den Kaiser und dann relativ unregelmäßig, ohne richtige Amtsdauer festgelegt und so weiter. Das war's. Und jetzt haben wir eine andere Strukturierung, und zwar jeder Reichsteil wird in zwei große, flächige Präfekturen unterteilt. Und jede Präfektur ist einem Praefectus Praetorio untergeben. Und wer sich damit auskennt, der Praefectus Praetorio war früher der Kommandant der Stadtgarde oder der Leibgarde des Kaisers. Und das hat er jetzt nicht mehr zu tun. Jetzt hat er keine Soldaten mehr, jetzt ist er Verwaltungsbeamter. So wie Generäle heute bei der Bundeswehr. Und dann haben wir jede Präfektur, die in vier Diözesen unterteilt ist. Das ist also eine staatliche Unterteilung, keine kirchliche zu diesem Zeitpunkt. Und jede Diözese untersteht einem Vikarius, was wesentlich Stellvertreter heißt. Und dann wird jede Diözese nochmal in mehrere Provinzen unterteilt. Und diese neuen Provinzen sind kleiner als die alten und es sind deutlich mehr. Und die werden dann von Prokonsulen, Prokonsularen, was auch immer, es gibt einen Haufen unterschiedliche Beamtennamen, die verwalten diese Provinzen. Also jetzt gibt es statt einer vier Ebenen. Das Beispiel des Westreiches habe ich gerade gezeigt, zwei Prätoren in Italien und in Gallien. Und dann gibt es noch einen in Rom, der ist de facto nur da, weil Rom einen Sonderstatus hat. Dann die vier Vikarii, die eben in Blau dabei waren, hier. Für die Stadt Rom, für Italien, für Afrika, Spanien, für die Septim Provinciarum, das ist Südgallien und Britannien. So, das Ganze nochmal als Karte. Ja, die sind hier. Und zwar auf der einen Seite die Präfektur hier, das ist diese gelbe, dann die Präfektur dieser roten eingefärbten und auf der Ostreich genau das gleiche, das lasse ich jetzt mal weg. Besonders hervorkommen diese drei roten Provinzen, die konsularen Provinzen, die schon viele, viele Jahrhunderte vorher immer von den Senatoren bestückt wurden. Afrika und Achaia und Asia, weil es da so schön ist und man da im Wesentlichen keine Militär zur Verfügung hat. Dann haben wir die Unterteilung in jeweils Diözesen, das ist dann diese hier in Spanien, diese hier Septem Provinciae oder Provinciarum, Gallie und so weiter. Und jede einzelne ist dann nochmal in Provinzen unterteilt. Okay, so sieht das jetzt also aus. So bleibt es auch eine ganze Weile, bis dann das Reich irgendwann nicht mehr existiert. Kommen wir zur Militärverwaltung. Und zwar hier. Bei der Militärverwaltung gibt es ebenfalls tiefgreifende Änderungen. Auf der einen Seite wird eine völlig neue Heeresstruktur etabliert, und zwar eine ganze Reihe von Ämtern werden eingebaut, die es vorher nicht gab. Der Magister Militum, der jetzt schon häufiger gefallen ist als Heermeister, ist also der Oberkommandierende, und den gibt es in unterschiedlichsten Ausprägungen. Sie haben gehört, Magister Equitum für die Reiter, Magister Peditum für die Fußtruppen. Das hat man irgendwann aufgehoben, weil es total unpraktisch ist, wenn einer sich für die Reiterei und der andere für die Fußtruppen, dann keiner weiß, was wer macht und so. Das ist immer unpraktisch, wenn man gerade im Feld steht und 50.000 Goten bekriegen muss. Dann der Comes Re Militaris, das ist die zweite Ebene, Dux. Dann haben wir den Tribunus, den kennen wir noch aus der alten Militärverwaltung. Prepositus Senator, das ist nicht ganz klar, da wird es ein bisschen schwammig. Biarchus ist schon eine Art Obergefreiter, also da sind wir schon ziemlich weit unten angekommen. Das sind die neuen Ränge. Für uns von Bedeutung sind eigentlich nur die Magistri Militum, die Heermeister, weil die in der nächsten Zeit die Macht haben. Dann haben wir jetzt ganz anders als vorher nicht normale Truppen, also Legionen und Hilfstruppen, sondern wir haben vier verschiedene Teilbereiche an Militäreinheiten
Und das sind die wichtigsten beiden, Comitatenses und Limitanei. Und dann haben wir noch die Palatinii oder die Scholen. Das ist die Palastgarde, die ist nicht so besonders wichtig jetzt für uns. Und die vertraglich gebundenen Föderaten. Ich gehe ganz kurz auf die oberen beiden ein. Man hat sich überlegt, dass das Reich ist vielleicht ein bisschen anders effektiver zu verteidigen. Wir werden jetzt also zwei Grundgruppen machen, und zwar einmal die Limitanei, die an den Grenzen stationiert sind, schlechter bezahlt sind, schlechter bewaffnet sind, schlechter ausgebildet sind und an den Grenzen für kleinere Einfälle zurückschlagen und wenn größere Einfälle kommen, das melden, sich zurückziehen und versuchen auszuhalten. An verschiedenen Knotenpunkten werden dann Comitatenses, also das Bewegungsheer, größere Truppen stationiert, besser ausgebildet, besser bezahlt und so weiter. Die sollten dann, wenn Einfälle bevorstehen, dorthin eilen und eben die Heere oder Eingefallenen da zurückschlagen. Und so sollte das Ganze effektiver gestaltet werden. Föderaten sind durch einen Födus, also durch einen Vertrag gebunden und sind formal zu dieser Zeit nicht reichsangehörig im Sinne von Bürger, werden aber zum Teil angesiedelt. Also man macht einen Vertrag und da steht drin, ihr kämpft für uns, ihr kriegt ein bisschen Geld und das war es im Wesentlichen. Dann gibt es noch Detailregelungen zur Ansiedlung. Dann ist es ein bisschen schwierig, was passiert bei Rechtsfällen, bei Rechtsbrüchen, bei Verbrechen, weil das nicht ganz klar ist häufig. Aber die Truppen, Föderatentruppen, bilden im Laufe der Spätantike dann irgendwann die wichtigste Truppengattung, weil sie einfach mehr oder minder nicht erschöpflich sind. So. Also entweder man hat welche, die einen bedrohen, denen kann man dann Geld geben, dann kämpfen sie für mich, oder man sind keine da, dann braucht man auch kein Heer. Das sind die beiden Möglichkeiten. Und auf diese Weise wird später auch mit den eindringenden Westgoten, Ostgoten, Burgundern und Franken umgegangen. So, noch eine kurze Übersicht zur Struktur. Das möchte ich nicht im Detail erläutern, das finden Sie auch im Internet ohne Probleme. Ein Heermeister, der eigentlich formal unter dem Kaiser steht, allerdings de facto meistens die Macht hat, der verschiedene Komitees kontrolliert und die dann wieder Abschnittskommandanten an der Grenze sind. Ich mache es mal schnell weg, bevor Sie da die im Wesentlichen halb ausgedachten Truppengrößen lesen, die drunter stehen. Und hier ist dann die Verteidigung des Reiches an sich. Die roten Schriftzüge sind Dukes, die schwarzen Komitees, die dann hier an der Grenze entlang stationiert sind. Also für uns war jetzt der Westen interessant, aber im Osten natürlich auch. Und hier eben auch. Das Problem ist tatsächlich eine ganze Weile Spanien, weil in Spanien keine etablierte Militärverteidigung existiert. Warum auch? Es ist ein Binnenland. Aber dann irgendwann sich Sueben und Westgoten ansiedeln und man dann das Problem hat, dass dort eigentlich kein richtiger Limes existiert. Und auch nicht klar ist, wie die Militärverwaltung dort dann aussieht. Gut, okay. Dann benutzen wir die Karte am besten auch gleich, um die Einfälle der sogenannten Barbaren kurz zu umreißen. Die wichtigsten sind ja dann doch ziemlich viele. Einige sind allerdings größer als andere. Ganz früh, eigentlich also noch vor dem Zeitpunkt, mit dem wir heute begonnen haben, gibt es die Einfälle der Ostgoten im Osten, die bis weit in den Mittelmeerraum hinein vordringen. Unter Ostrogota, den man immer als so eine mythische Gestalt gesehen hat. Und jetzt gibt es allerdings ein Fragment von Dexippussen. Da stellt sich raus, den gab es wahrscheinlich wirklich. Zur gleichen Zeit kommt es zur Ausbreitung der Franken, die nicht ganz so kriegerisch verläuft zu dem Zeitpunkt, allerdings auch immer im Konflikt mit dem Reich stehen. Allerdings auch schon sehr früh anfangen, Dienst im Militär zu haben oder auszuüben. Wir hatten ja gehört, viele der Heermeister waren Franken. Dann haben wir die Einfälle der Alemannen, also einer Gruppe, die nicht so richtig strukturiert ist und die in einen Bereich, der das Reich eigentlich aufgegeben hat, eingedrungen sind und dann immer wieder Einfälle nach Westen, nach Osten, nach Süden hin durchführen, unterschiedlicher Größe. Dann haben wir 376, Einfall der Westgoten, und zwei Jahre später werden dann hier angesiedelt und versorgt, aber nicht so richtig. Und dann marschieren sie auf Konstantinopel und im Vorort kommt es dann 378 durch dieser schon genannten Schlacht bei Adrianopel, wo die Westgoten siegen und der Kaiser stirbt. Dann haben wir 405, einen Einfall des Radagaisus, der gestoppt wird und dann eben auch getötet mit seinen Truppen, der allerdings ziemlich groß war und deswegen auch viele Truppen erfordert hat. Und ein Jahr später kommt es zur
größeren Katastrophe, und zwar zum großen Rheinübergang von 406-7 sollte da eigentlich stehen. Das heißt also Silvester. Nicht ganz klar welches Jahr, aber 406-7 ist so immer der Jahresübergang, der meistens genannt wird. Und zwar sollen zu diesem Zeitpunkt viele, ja, da gibt keine Zahl dazu, Vandalen, Sueben, Alanen, Burgunder, Westgoten, Ostgoten, was sie sich vorstellen können, über den Rhein gekommen sein und sich angesiedelt haben. Die Sueben und die Vandalen erstmal in Gallien, die Burgunder Nordgallien, und dann sind sie rumgewandert. Sie kennen diese Karten, ich habe auch noch eine mit, wo diese ganzen Pfeile drauf sind, die keiner richtig auseinanderhalten kann. Seit diesem Zeitpunkt ist Britannien im Wesentlichen vom Reich abgeschnitten. Es gibt also keine effektive Verteidigung in Britannien mehr, und auch die Koordination mit Nordgallien schläft im Wesentlichen ein, und ab diesem Zeitpunkt meiner Ansicht nach nimmt auch die Kirche immer mehr an Einfluss auf, weil sie als regionale Struktur noch da ist und die Reichsstruktur zusammenbricht. Dann kommt es zu Einfällen der Hunden ab 430, die ja ziemlich zahlreich sind und über viele, viele Jahrzehnte hier irgendwo im Balkanraum sitzen und da so ein Reich etablieren und die ganze Zeit durch Tribute versorgt werden müssen, wenn sie nicht irgendwo einfallen sollen. 450, ja, das sind die. Dann die Einfälle der Angeln und Sachsen, die für uns nicht von Bedeutung sind, weil sie auch in den Quellen kaum noch auftreten. Also Britannien hat seit diesem Zeitpunkt eigentlich schon eine recht separate Überlieferungslage. So, das ist diese befürchtete Karte. Bitte? Eine Wetterkarte, genau. Der Sturm Stilicho. Genau. Also, hier haben wir die ganzen Einfälle nochmal zusammengefasst. Hier kann man auch sehen, wo dann die langführen, Ostgoten nach Süden. Dann der andere Ostgoten-Einfall bis nach Italien. Das ist dann schon kein richtiger Einfall, sondern die werden dahin geschickt. Hier kann man auch die Vandalen besser nachvollziehen, die bis nach Spanien wandern, dann nach 20 Jahren oder nach 10 Jahren dort, ich weiß gar nicht, was sie dort machen, übersetzen und dann nach Karthago marschieren und dort ein eigenes Reich etablieren. Die Sueben, die sich hier oben ansetzen, oder hier oben, die sind gar nicht richtig auf der Karte mit drauf. Und die Westgoten, die einen sehr langen Zeitraum auf römischem Reichsboden zubringen. Im Internet, finden Sie im Internet. Ich kann Ihnen die notfalls noch schicken, aber ich habe einfach im Internet eine vernünftige Karte gesucht. Kann ich machen. Ja. Also Sie finden die in Unmengen, Sie finden aber auch schlechte Karten. Also irgendwann der FAZ war eine dabei, die war nicht der Knaller, da waren ein paar Daten falsch. Ich stelle Ihnen die dann rein. So. 337, der Tod Konstantins. Einige dieser Einfälle finden dann schon vorher statt, insbesondere Franken, Goten, Alemannen. Die meisten finden danach statt. Und das Reich, das sowieso schon im Chaos versinkt und zwischen Militär und Zivilverwaltung und den machtlosen Kaisern irgendwie aufgerieben wird, muss sich dann auch noch gegen diese einfallenden Gruppen verteidigen, die nie homogen bleiben. Das heißt also, die wandern, siedeln sich irgendwo an, dann kommen Sklaven dazu, die unzufrieden sind. Römische Soldaten, die irgendwo stationiert sind, kein Geld mehr haben, überlegen sich, wie mache ich damit, welche fallen ab, welche sterben, welche heiraten, und so wird diese ganzen Gruppen, die vielleicht irgendwie mal, zumindest als sie noch aus dem Ostraum über den Rhein kamen, irgendwie so halb germanisch waren, wenn man den Namen noch benutzen kann zu dem Zeitpunkt, die wandeln sich im Laufe der Zeit. Unterschiedlicher Art und Weise werden sie romanisiert, weil sie häufig auch unter römischen, als Föderaten Rom eingegliedert werden und dann römisch bezahlt und so weiter. Das ist also nicht ganz klar, inwiefern sie da romanisiert werden in der Zeit. Wie soll man also mit dieser Situation umgehen? Die Heermeister, hatten wir schon gehört, gewinnen immer mehr an Bedeutung. Das Zurückschlagen oder Vernichten dieser Verbände war eigentlich unmöglich. Deswegen entschloss man sich, sie meistens entweder zu binden vertraglich oder durch Geldzahlungen zu versorgen. Also man gibt ihnen Geld und dann stellt man einen Markt zur Verfügung, da können sie was kaufen, was sie eben wollen, an Essen und Trinken. Und werden eben abgespeist damit. Das funktioniert meistens auch eine ganze Weile. Dann, wenn sie angesiedelt werden, häufig nach dem Prinzip der Hospitalitas, das ist nach einem Gesetz, was Truppen eigentlich vorübergehend irgendwo ansiedeln soll, die werden dann in den verschiedenen bei Bürgern einquartiert, nach einem bestimmten Schlüssel. Gibt es so ein Gesetz? Ich habe es aber nicht gefunden. Ich hatte es aber mal gefunden, es gibt also wirklich. Häufig geht mit dieser Ansiedlung
eine Errichtung von de facto Reichen einher, insbesondere bei den Westgoten. Die Gentes werden meistens, oder diese Gruppen oder Gentes werden meistens unter Vertrag genommen und dann gegeneinander eingesetzt. Westgoten am Anfang gegen die Vandalen, dann Franken gegen Westgoten, Ostgoten gegen Odoaker, Franken gegen Ostgoten und wie auch immer. Das machen die Kaiser dann ganz geschickt, indem sie diese einzelnen Teilreiche gegeneinander ausspielen. In den Regionen selber kommt es oft zu relativ guten Nebeneinander zwischen romanischer Bevölkerung und den neu angesiedelten Gruppen, weil einfach nicht die Notwendigkeit besteht, das so zu machen. Es sind einfach weniger als die angesiedelte Bevölkerung und deswegen ist es leichter, wenn man sich miteinander arrangiert. In dieser Zeit kommt es dann zur Dominanz der Heermeister, die ich unten kurz alle aufgeführt habe. Die beiden wichtigsten habe ich unterstrichen, Ricimer und Flavius Aetius, auf die wir gleich eingehen. Ja, also es gibt Zahlen, es gibt moderne Zahlen, die sind eigentlich alle halb aus der Luft gegriffen. In den Quellen stehen für die Vandalen, die über nach Afrika übersetzen, steht die Zahl 80.000 mit Kindern, Frauen und Alten. Es gibt für die Burgunder auch die Zahl 80.000, das ist die Frage, ob das abgeschrieben ist oder ob das so eine Zahl ist, die den Leuten gefiel. In seinem neuesten Buch von 2018 es gibt einen älteren Aufsatz, auch nicht sehr alt, von Hans-Ulrich Wiemer, der schreibt, bis zu 100.000 Goten würden im Balkanraum sein. In einem anderen Aufsatz hat Steinacher gemeint, es werden vielleicht nur 10.000 Goten, die unter Alarich, ich kann jetzt auch eine Zahl sagen, 30.000. Das ist genauso wenig abgedeckt. Es ist also im Wesentlichen wirklich unklar, aber irgendwo zwischen 20.000 und 50.000, so, es muss halt irgendwie einen Sinn gemacht haben, vor diesen Gruppen Angst zu haben. So, in dieser Zeit unter dem Magister Militum Aetius kommt es zu Konflikt mit den Vandalen in Nordafrika und mit Zusammenarbeit mit den Hunnen, die versorgt werden, aber immer wieder als Hilfstruppen eingesetzt werden, unter anderem auch gegen die Burgunder, die ebenfalls nach Gallien einmarschiert waren. Es kommt dann Verlust Afrikas an die Vandalen, was ein Einbußen an Steuern und an Getreide für den Westen bedeutete. Das war schon ein herber Rückschlag. Die Hunnen waren mit Ostrom und Westrom vertraglich verbunden. Es gab Geldzahlungen, die allerdings irgendwann eingestellt wurden und dann noch Verhandlungen. Insbesondere die Schwester des Kaisers Valentinian III., der ebenfalls nichts zu sagen hatte, habe mit Attila, der dann irgendwann an die Macht gekommen ist, verhandelt und den Einfall ins Westreich provozieren wollen. So richtig ist das nicht klar, warum oder ob das stimmt. Fakt ist nur, dass Attila dann wirklich in den Westen eingefallen ist und es kam 451 zur Schlacht auf den katalanischen Feldern, wobei auf beiden Seiten Goten und Burgunder kämpfen. So richtig ist das nicht klar, es ist eine gemischte Truppe. Attila verliert diese Schlacht, stirbt wenig später, warum ist unklar. Und dann löst sich sein Heeresverband auf und die Ostgoten sind, die zu diesem Zeitpunkt noch Teil Attilas Verband waren, frei und siedeln sich im Balkanraum an. 454 hat dann Valentinian III. Angeblich Aetius während einer Audienz erschlagen, weil er nicht mehr weiter wusste, wie er ihn loswerden soll. Und bald darauf wird Valentinian III. Ebenfalls umgebracht und danach existieren eigentlich nur noch sogenannte Schattenkaiser, die noch weniger zu sagen haben. Eine Ausnahme ist Majorian, der gegen die Westgoten und die Burgunder sich behaupten kann, allerdings vom Heermeister Ricimer gestürzt wird und hingerichtet. 461 und mit diesem Sturz und diesem Verrat des Ricimer fällt auch ein Magister Militum in Gallien ab, der dort noch eine ganze Weile ein Sonderreich irgendwie gehalten hat und der dann eben sein eigenes Ding macht eine ganze Weile. Und sein Sohn auch und dann geht es auch unter. Nach dem Tod Ricimers 472, der auch einen natürlichen Tod gestorben sein soll, wird ein burgundischer Prinz Magister Militum, 472 jetzt, also 4 Jahre vor Ende des Westreiches. Ostrom schickte keinen Kaiser, obwohl Gundobad gefragt hat und deswegen ernennt Gundobad den Glykerius, der allerdings im Osten nicht anerkannt wird. Ostrom schickt dann einen neuen Kaiser, Julius Nepos. So. 474, 2 Jahre später, der wird vom Magister Militum Orestes abgesetzt, der wiederum seinen Sohn einsetzt als Kaiser, weil zu diesem Zeitpunkt schon klar ist, der Kaiser hat nichts zu sagen, deswegen setzt er seinen Sohn ein, er selbst bleibt
Magister Militum und zieht die Fäden im Hintergrund, was viel, viel bequemer ist. Der allerdings wird dann von den meuternden Föderaten in Italien abgesetzt unter ihrem Kommandeur Odoaker. Odoaker unterstellt sich formal Ostrom, bleibt aber selbstständig und wird Rex Italiae genannt, was naja, irgendein Titel ist, der eigentlich keine richtige juristische Wirkungskraft hat. Damit ist das weströmische Kaisertum vorbei und damit geschieht auch etwas sehr Wichtiges, und zwar mit dem Ende des weströmischen Kaisertums und dem weströmischen Kaiser an sich fallen auch die Verträge mit den Föderaten im Westen weg. Und das äußert sich unter anderem darin, dass dann viele Sonderreiche entstehen und besonders diese Reiche auch Gesetze für ihre eigenen Reiche erstellen, weil sie ja jetzt nicht mehr in Rom wohnen. Rom gibt es nicht mehr. Und deswegen können sie ihre eigenen Reichsgesetze auf ihrem eigenen Reichsboden erlassen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. So, jetzt haben wir noch eine halbe Stunde, bis Sie schreiben müssen. Ich habe noch ein paar Sachen. Ich bin etwa 5 Minuten im Rückstand. Ich schaue mal, dass ich das etwas kürzer hinkriege. Folgende Karte ist also zu diesem Zeitpunkt, die folgende politische Karte muss zu diesem Zeitpunkt so ausgesehen haben. Kurz vor dem Ende Westroms ist das der Teilbereich der purpurfarbene Violette, der übrig ist von Westrom. Das ist also nur noch ein Kernland, Italien und Illyricum. Und dieser Teil, der auch nicht ganz stimmt, also der wahrscheinlich kleiner war, und von diesem Magister Militum Aegidius gehalten wird, der 361 abfällt. Und dieser Teil ist noch Westrom. Ostrom bleibt so, die haben Glück. Der Rest ist allerdings nicht beige oder frei, sondern ist durch bestimmte teilreiche oder beziehungsweise angesiedelte Gruppen ausgefüllt. Die Karte habe ich jetzt mal hier eingebaut, weil es zu dieser Situation keine gute Karte gibt. Wir haben also dann nach dem Untergang oder nach dem Vertreiben des letzten Kaisers ist dieser Teilbereich dann Odoaker zugehörig. Die Ostgoten sind hier angesiedelt, nachdem Attilas Heer aufgespalten wurde und werden von Westrom versorgt. Thüringer, Sachsen sind für uns nicht so von Bedeutung. Franken, Syagrius ist der Sohn des Aegidius, ist noch Römer, allerdings wird er von Ostrom nur so halb anerkannt. Dann haben wir die Burgunder, die ein sehr romfreundliches Regime haben und auch mit der Bevölkerung sehr gut interagieren. Und dann die Westgoten, die eigentlich die gefährlichste Macht zu diesem Zeitpunkt sind und die auch immer bekämpft werden von den Föderaten und auch Ostrom selbst. Nee, die kommen erst 568 und genau. Und da ist Justinian schon tot. Das interessiert uns nicht mehr. Aber ich habe es trotzdem noch irgendwo auf einer Karte erwähnt. Ich werde jetzt noch kurz 3 Beispiele von diesen Gentilreichen aufzeigen, sodass man ein bisschen versteht, dass diese Reiche durchaus unterschiedlich aufgebaut waren. Also die Frage ist, wie soll man diese Gruppen nennen? Und in der Forschung wird immer nach möglichst unverfänglichen Begriffen gesucht und von Germanen ist man abgekommen, weil es keine Identifikationsmerkmale gibt, dass diese Gruppen noch irgendwie germanisch wären oder was auch immer das heißt, das ist nicht ganz klar. Und die Gruppen werden in den Quellen als Gentes häufig bezeichnet. Und deswegen nimmt man das Lehnwort Gentile, das ist am einfachsten. Fangen wir an mit dem Vandalenreich, das hier in dem Bereich liegt, allerdings wahrscheinlich ein bisschen kleiner war. Der Bereich an den Küsten war nur so sporadisch kontrolliert. Das Vandalenreich war mit Gewalt erobert worden, um Karthago selber zentriert. Im Vandalenreich wurde der Katholizismus zumindest am Anfang stark unterdrückt. Im Laufe der Zeit wurde das etwas schwächer, aber die Quellenlage ist nicht besonders gut dazu. Es gab kaum eine ausgebildete Reichsbürokratie. Das verlief also alles nicht so ganz klar, wie das verlief. Und es gab keine eigenen Autoren. Wir wissen also über das Vandalenreich auch deswegen wenig. Es schrieb dort kein Angehöriger der Oberschicht aus Eigeninteresse und auch niemand in Auftrag der Könige. Also wie es nach Hunnerich aussah, das ist nicht ganz klar. Prokops Bild ist auch nicht so besonders genau. Dann haben wir das Ostgotenreich. Die Ostgoten werden in Norditalien auf römischem Wunsch angesiedelt, erobern es also nicht mit Gewalt. Sie schützten als Heer Westroms oder Rest Westroms oder wie auch immer des Nachfolgestaates Italien im Norden und auch im Süden, Westen auch. Und die Ostgoten
lebten zusammen, obwohl sie Arianer waren, mit den katholischen Romanen in Einklang und auch gegenüber der jüdischen Bevölkerung gab es Toleranzgesetze. Das funktionierte also im Wesentlichen sehr gut. Die Könige sahen sich in Tradition der Kaiser, Theoderich selber nennt sich dann auch Flavius, was schon ziemlich davor schon mehrere getan haben, und bedient sich des Verwaltungsapparates wie die Kaiser auch. Nur es gibt neben dem normalen römischen Verwaltungsapparat jetzt diesen militärischen Bereich, der losgelöst ist von diesem Staatsapparat. Es gibt im Alltagsleben kaum Brüche, die wirkliche Zerstörungen kommen eigentlich erst beim Krieg gegen Byzanz. Die Quellenlage ist sehr gut. Es gibt einige Autoren, Cassiodor und Jordanes, der von Cassiodor abgeschrieben haben soll, die die Situation gut illustrieren. Insbesondere durch Cassiodor haben wir sehr viele Verwaltungstexte, die einfach genauer sind terminologisch und durch die wir sehr gut verstehen, wie dieses Reich funktioniert hat. Dann drittes Beispiel, das Frankenreich hat sich von einem Kernland, wo sie auch irgendwann mal angesiedelt wurden, ausgebreitet, und zwar in Abstimmung bzw. mit Tolerierung der römischen Reiche. Die Eroberungen wurden also von Rom geduldet. Chlodwig selber konvertiert sofort zum Katholizismus und nicht erst zum Arianismus um diesen Umweg, was ihnen natürlich den Kontakt mit der Reichsbevölkerung sehr vereinfacht. Die Könige werden relativ früh von Rom anerkannt als Könige, also erst Childerich, dann Chlodwig auch und nachfolgenden auch. Es kommt zu einer sehr engen Zusammenarbeit mit den Eliten vor Ort, insbesondere einer starken Bindung an die Kirche, die eng mit den Franken, der fränkischen Elite zusammenarbeitet. Es gibt zu dieser ganzen Entwicklung eine sehr gute Quellenlage von eigenen Autoren und auch von Autoren aus dem Osten. So, das waren nur drei Beispiele, um das zu illustrieren. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie hinterher noch welche stellen. Oder ich weiß nicht, ob da noch Zeit ist. Schauen wir mal. Dann kommen wir zu einem nächsten wichtigen Punkt, und zwar zu den Rechtstexten. Ich hatte Ihnen schon gesagt, dass die Situation, rechtliche Situation in der Spätantike ziemlich kompliziert ist und die Lage dazu im Gegensatz zu vorher ziemlich gut ist, denn wir haben eine ganze Reihe von sehr wichtigen Texten. In der Spätantike und in der Zeit des frühen Mittelalters entsteht eben diese Reihe von Rechtstexten, die uns Auskunft über die Verhältnisse im Römischen Reich selber, aber eben auch über die Situation in diesen gentilen Reichen geben können. Fangen wir mit den Römischen an, die nur aufgelistet sind auf der linken Seite. Die römische Rechtslage war aufgrund dieser verschiedenen Rechtsquellen, die es vorher gab, also Leges oder Dekrete, Edikte oder Einzelfallentscheidungen durch die Kaiser, sehr unübersichtlich und die Rechte waren an keiner Stelle zentral zugänglich. Unter Diokletian hat es daher Versuche gegeben, diese Verordnungen zusammenzufassen. Er hat zwei Kodizes zusammenfassen lassen, den Codex Gregorianus und den Codex Hermogenianus, nach den beiden Autoren benannt. Und dann unter Theodosius II. Wurden umfangreichere Maßnahmen vorgenommen. Und dann noch mehr unter Justinian. Im Codex Theodosianus sind 2500 Gesetze zusammengefasst, die unter Theodosius dann publiziert wurden, 438, und Edikte seit 312 sammeln. Die sind häufig in Briefform erhalten und man hat den Absender und auch den Empfänger und meistens auch eine Datierung. Deswegen weiß man sehr genau, wann diese Einzelfallgesetze erlassen wurden und man kennt auch die Gesetzeslage im Reich dementsprechend auch sehr gut. Der Codex Justinianus umfasste dann alle gültigen Gesetze seit der Zeit Hadrians bis 534 und das Corpus Juris Civilis ist auch unter Justinian entstanden und einfach eine umfangreichere Version. Der Codex Justinianus gehört dazu. Dazu allerdings auch noch die Institutiones, ein juristisches Lehrbuch, dann die Digesten oder auch Pandekten, ein Studienbuch für fortgeschrittene Juristen und die Novellae, die alle neuen Gesetze nach 534 beinhaltet haben. Und dieses Corpus Juris Civilis ist ziemlich umfangreich und stellt eine bedeutende Kodifikation dar, die bis ins Mittelalter nachwirkt und ermöglicht einen guten Einblick in die Rechtslage der Spätantike. In den gentilen Reichen kam es hauptsächlich nach dem Ende des Weströmischen Reiches dann eben einige Gesetze, wie erläutert, das Weströmische Reich fällt weg, deswegen gibt es jetzt kein Oberhaupt mehr, aber ich habe es ja auch irgendwie schriftlich formuliert, kleinen Moment. Ja, in den gentilen Reichen kamen hauptsächlich nach dem Ende des Weströmischen Reiches Gesetze auf, wie bereits erwähnt waren mit der Absetzung des letzten Kaisers auch die Bindung der Föderaten weggefallen. Hinzu kommt, dass nun in den Reichen der Westgoten, Ostgoten, Burgunder und Franken und auch Langobarden später
für den romanischen Teil der Bevölkerung auch die höchste Instanz weggefallen war. Ohne Kaiser und ohne Reich gab es niemanden, der formal für die Durchsetzung des Rechtes zuständig war, für die Einsetzung höherer Richter ebenfalls nicht und auch nicht für die Pflege der Gesetze. Diese Rolle mussten nun die Herrscher in den Reichen übernehmen. Den Anfang machte der Westgote Eurich, der sich vom Weströmischen Reich losgesagt hatte und der ein Jahr vor Absetzung des letzten Kaisers 475 den ziemlich kurzen oder kurz erhaltenen Codex Eurichianus erließ. Später kamen dann die Neufassungen der Lex Visigothorum ab der Mitte des 6. Jahrhunderts hinzu. Dann, nach 476, folgte Chlodwig mit der Lex Salica zwischen 507 bis 11, die Lex Burgundionum im Burgunderreich 516 oder vor 516, dann das Edictum Theoderici, vielleicht des Westgoten, des Ostgotenkönigs Theoderich des Großen, und dann der Edictus Rotari im Langobardenreich 634. Durch den Wegfall des römischen Kaisers, weströmischen Kaisers, gab es allerdings keinen Bruch in der Herrschafts- und Verwaltungspraxis. Wie zuvor, als die Föderaten noch einen rechtlichen Sonderstatus hatten, gab es auch jetzt noch einen Unterschied zwischen den Romanen, also den ehemals römischen Reichsbürgern, und den Angehörigen dieser gentilen Gruppen. Es gab weiterhin getrennte Rechtskreise und damit auch mindestens zwei verschiedene Bürgerrechte der Reichsbewohner. Bei den Westgoten und Burgundern wurde neben diesen Gesetzen, die ich schon erwähnt habe, auch noch die Lex Romana Visigothorum erlassen und die Lex Romana Burgundionum, also für den romanischen Teil der Bevölkerung. Beide Gesetze bestanden aus zusammengefassten Versionen des Codex Theodosianus. Bei Franken, Ostgoten und Langobarden galt der Codex Theodosianus weiter. Die Neuerungen durch Justinian und so weiter gelten dort nicht, weil das nicht mehr Teil des Reiches war. Ein Hinweis vielleicht zu den Rechtstexten selber. Diese Kodizes, die die gentilen Könige erlassen haben, sind ziemlich kurz, sind 30, 40 Seiten lang, und der Codex Justinianus hat so 7.500 Seiten. Das ist also schon ein deutlicher Unterschied, und in den Kodizes der gentilen Reiche sind viele Sachen gar nicht erwähnt. Bei den Langobarden sind seitenweise erwähnt, wie viel man zahlen muss, wenn man jemanden einen Zahn ausschlägt oder eine Lippe einreißt oder die Nase abhaut oder das Ohr oder den kleinen Finger oder den Mittelfinger oder den Ringfinger. Da ist jeder Finger einzeln abgehandelt. Aber es gibt nichts zum Vertragsrecht, und auch zu anderen Sachen fehlt einfach vieles, was im römischen Recht abgedeckt war. Das führt dazu, dass man sich fragt, was diese Rechte eigentlich abdecken sollten, denn diese Streitfälle sind unweigerlich aufgetreten. So. Insbesondere diese sehr frühen Gesetze Chlodwigs, also des Franken Chlodwigs und der Merowinger, da ist diese Wirkungskraft sehr umstritten, weil die überlieferten Versionen einfach so unterschiedlich sind, dass man sich nicht klar ist, die sind so unterschiedlich, dass es nicht passieren kann bei einem Rechtstext, der abgeschrieben wird. Da muss schon stimmen. Vieles weist also darauf hin, dass diese frühen fränkischen Gesetze eher Ausdruck eines Herrschaftsanspruchs waren und weniger praktisch umgesetzt wurden. Das ändert sich dann im Laufe der Zeit. Zudem hat im Frankenreich auch die Kirche einen wichtigen Teil der Rechtsprechung übernommen. Möglicherweise hatten die Kleriker diese Rolle aufgegriffen, nachdem Westrom nach diesem großen Rheinübergang von 406-7 die Kontrolle Nordgalliens aufgegeben hatte oder im Wesentlichen verloren hatte. Es gibt eine Formelsammlung aus Angers in Nordwestgallien, die zeigt, dass in dieser Zeit, also im fortgeschrittenen 6. Jahrhundert, die kirchlichen Würdenträger sehr wichtige Funktionen wahrnehmen und auch Strafen aussprechen und Verhandlungen führen. Die Strafen sind allerdings meistens Schwurstrafen mit Gottesurteilen, also man kommt mit 5 Leuten und legt die Hand auf den Altar und schwört, ich war es nicht. Und wenn man nicht tot umfällt, dann stimmt das auch. Also solche Sachen wie Gefängnisurteile oder Zahlungen kommen nicht so häufig vor in diesen Urkunden. An dieser Stelle können wir dann auch einen kurzen Blick auf die Entwicklung des Christentums oder auf die religiöse Geschichte werfen. Wie gesagt, bin ich da kein Experte, deswegen machen wir das relativ kurz. Hier nur ein Bild zur Illustration mit der Ausbreitung des Christentums 325. Das sind also die orangefarbenen Flecken. Und 600, und es ist deutlich erkennbar, dass in diesem Zeitraum das Christentum die dominante Religion wird. Das dürfte für Sie jetzt auch alle keine große Überraschung sein. Dann will ich ganz kurz die wichtigsten Gesetzesentscheidungen und Edikte aufzeigen, die diese Entwicklung begleiten. Und zwar drei, die unter Konstantin selber noch stattfinden, die Sie vielleicht auch schon gehört haben, das weiß ich nicht.
Und zwar ist es einmal das Toleranzedikt des Galerius, der das Christentum erstmals als geduldete Religion 311 beschreibt. Dann zwei Jahre später die Mailänder Vereinbarung, die die Gleichstellung aller Religionen zum Ziel hat. Das Christentum ist jetzt gleichgestellt. Dann haben wir 325 die Erhebung des Christentums zur Reichsreligion durch Konstantin und zeitgleich das Konzil von Nikäa. Kommt später. Dann das Edikt Cunctos Populos Theodosius I., der das nikänische Christentum, also das Christentum in seiner Form, wie es beim Konzil von Nikäa beschlossen worden ist, als alleinige Staatsreligion verordnet und dann auch wenig später die heidnischen Kulte verbietet und die heidnische Kultausübung mit den Todesstrafe belegt. Also eine Entwicklung von toleriert bis hin zur Unterdrückung aller anderen Religionsbestandteile. Und es wäre natürlich nicht eine monotheistische Religion, wenn man nicht noch die eigene unterdrücken würde. Und deswegen gibt es eine Unterdrückung der ganzen anderen Teilbereiche, die im Laufe der Zeit sich abgespalten haben, oder beziehungsweise Ausprägungen vom christlichen Glauben. Wie diese orthodoxe Glauben dann jeweils, also wenn man so will, richtig denkende Glauben festgelegt wird, ist im Rahmen von Konzilien, die immer wieder abgehalten werden. Und kirchliche, hohe kirchliche Würdenträger treffen sich. Es werden wichtige Punkte diskutiert. Da es am Anfang kein echtes religiöses Oberhaupt gibt, das sich allerdings im Laufe der Zeit herauskristallisiert. Und auf diesen Konzilien wird dann beschlossen, welcher Teilbereich jetzt gerade nicht dazugehört. Da wären also 313 und 14 die Konzilien Laterankonzil und das Konzil von Aar, wo die Verurteilung der Donatisten geschieht. Die Donatisten sind Christen, die in Nordafrika bei der Christenverfolgung von Unterdiokletian abgefallen sind, formal, und dann später wieder im Christlichen aufgenommen werden sollten. Und da gab es den Streit, sind diese Christen, darf man das? Und vor allen Dingen sind die Bischöfe, die abgefallen sind, kirchenrechtlich in der Lage zu taufen und so weiter. Bei dem Konzil selber werden die Donatisten verurteilt, allerdings die Donatisten bleiben eine ganze Weile noch, gerade in Nordafrika, präsent und wirkungsmächtig. Dann haben wir das schon mehrmals genannte Konzil von Nikäa. Dort wird Arius exkommuniziert und ins Illyricum verbannt. Arius ist der Namensgeber für den schon erwähnten Arianismus, eine religiöse Ansicht, die die Wesensgleichheit von Gott, Gott Vater und Sohn, als Irrlehre bezeichnet, da sie dem Monotheismus zu widersprechen schien, bei welchem der Sohn und der Heilige Geist nur in untergeordneter, nicht Gott gleichkommender Stellung denkbar war. Das war die Ausrichtung, die die meisten Gentilreiche präferiert haben. Vandalen, Westgoten, Ostgoten, Burgunder. Viele sind dann allerdings zum Katholizismus, einige sind zum Katholizismus konvertiert. Und die Franken, wie gesagt, gleich zum Katholizismus. Dann wurde auf diesem Konzil die Metropolitanregelung beschlossen. Das heißt, die Metropoliten, die Bischöfe, die in den Hauptstädten der weltlichen Provinzen eingesetzt waren, hatten eine höhere Stellung als die Bischöfe in den anderen Städten und konnten auch über deren Einsetzung mitentscheiden. Auf diese Weise wurde die weltliche Gliederung des Reiches, die ich vorhin kurz vorgestellt habe, auf die kirchliche Struktur übertragen, partiell. Dann bildet sich immer weiter aus. Dann haben wir das Konzil von Konstantinopel, wo der Bischof von Konstantinopel einen Ehrenvorrang vor Rom enthält. Und hier beginnt schon so die Ausprägung der Teilung in Ost- und Westkirche, weil schon relativ früh die orthodoxe und katholische Kirche sich auseinander bewegen. Und der erste, da haben wir doch das Konzil von Chalkedon, der Patriarch von Konstantinopel, der ohnehin schon eine höhere Stellung hat, darf in den Diözesen, die jetzt auch kirchlich wichtig sind, Asia, Pontus und Thrakia Bischöfe weihen. Hier haben wir also noch stärkere Ausprägungen einer kirchlichen, hierarchischen Struktur mit einem zentralen Punkt. Dann haben wir das Akakianische Schisma eigentlich, 484 bis 519, das die erste grundsätzliche Kirchenspaltung von westlicher und östlicher Christenheit bedeutet. Der orthodoxe Glaube der oströmischen Kirche stand gegen den Monophysitismus, also die Ansicht, dass Jesus Christus nach der Vereinigung des Göttlichen und Menschlichen in der Inkarnation nur eine einzige göttliche Natur habe. Das Ganze wurde beim Konzil von Chalkedon verurteilt, allerdings dann so halb aufgehoben, um dieses Schisma zu beenden.
möglich war dieses Schisma von Ost- und Westkirche eigentlich nur, weil zu dieser Zeitpunkt der Westen eben nicht mehr römisch war, sondern de facto von Ostgoten verwaltet wurde und deswegen dem Bischof von Rom, überhaupt der katholischen Kirche, die Möglichkeit gegeben war, verstärkt eigene Entscheidungen zu treffen. Auch in den Kirchen der Westgoten und auch der Franken, die so abgespalten davon waren, beziehungsweise separat existierten, allerdings die Kommunikation der kirchlichen Würdenträger mit den römischen Reichen, mit dem oströmischen Reich weiter funktionierte. In diesen Kirchen gab es ebenfalls ein Wachstum der Macht des Bischofes, auch in den Sachen der Rechtsprechung. Bei Franken gab es eine Propaganda mit Martin von Tours als Reichsheiligen, das kennzeichnet das fränkische Christentum insbesondere. Beide Reiche, Westgoten und Franken, hielten eigene Konzilien ab, hatten eigene religiöse Entscheidungen und die fränkische Reichskirche blieb am Ende, als das Westgotenreich nach 711 gefallen war, als letzte Kirche übrig und bildete dann auch den Kern der späteren römisch-katholischen Kirche. Wenn man sich schon sehr früh hier eine Teilung von zwei Kirchen bereicht. Und im Osten dann auch noch eine Unterteilung in sehr viel weitere Teilbereiche. So, dann kommen wir zum Ostrom. Das ist nur eine Folie. Ostrom existiert nämlich in dieser ganzen Zeit weiter, hat allerdings nicht allzu viel auszustehen im Gegensatz zum Westreich. Ich habe es hier ganz kurz zusammengefasst. Die Kaiser Westroms bis Justinian habe ich auf der linken Seite kurz aufgeführt. Ostrom war in dieser Zeit innenpolitisch relativ stabil. Es gab eine kulturelle Blüte in dieser Zeit. Es gab auch einen Gebietsgewinn, und zwar das Illyricum, also der Griechenland und der nördlich davon befindliche Bereich, war ursprünglich eigentlich dem Westreich zugeordnet, es gehört jetzt aber zum Oströmischen Reich. Es gab Konflikte mit Westgoten und Vandalen und auch Sasaniden, die allerdings nicht besonders schwer waren. Es gab auch Einfälle der Hunnen, an die Tribute gezahlt wurden. Die Westgoten wurden zurückgedrängt. Es gab Einfälle der Proto-Bulgaren über die Donau. Man kämpfte gegen die Vandalen, die Rom überfallen hatten und auch die Inseln überfielen. Und 468 kam es zu einer gescheiterten Expedition nach Afrika. Doch das Reich erholte sich relativ schnell davon. Unter Zenon gab es eine Anerkennung des Geiserich, also des ersten und sehr lange amtierenden vandalischen Königs, durch einen Vertrag, der 50 Jahre lang hielt. Die Sasaniden im Osten waren durch die Hunnen beschäftigt und deswegen waren die Konflikte sehr klein und nicht sehr schwer. Die Ostgoten, die nach dem Ende Attilas im Balkanraum angesiedelt waren, wurden eben versorgt mit Tagegeldern und mit Land. Und Zenon spielte die beiden wichtigsten Ostgoten, Theoderich der Große und Theoderich Strabo, gegeneinander aus, wird immer wieder irgendwelche Ämter verliehen und konnte sie so im Zaum halten. Und als das nicht mehr ging und Odoaker im Westrom den letzten Kaiser abgesetzt hatte, hat man die Ostgoten eben geschickt nach Italien, um dort die Ordnung wiederherzustellen oder zumindest Italien zu beschützen. Genauso werden eben auch von Ostrom die ganze Zeit über Kaiser geschickt, Offiziere, Magistri Militum, die hatte ich alles schon erwähnt. Und man nähert sich diplomatisch an Franken und Ostgoten an. Franken insbesondere, weil sie weit weg sind und weil sie eben sehr gut von der anderen Seite Ostgoten und Westgoten bedrohen können. Auch nach Absetzung, das ist jetzt der letzte Punkt, auch nach der Absetzung des letzten Kaisers sah sich Westrom, obwohl das de facto nicht mehr der Fall war, immer noch zuständig als Kaiser auch der im ehemals weströmischen wohnenden Bürger. Man fühlte sich also diesen Bürgern zuständig und die Gentilherrscher dort versuchten noch immer wieder die Anerkennung durch die römischen Kaiser zu gewinnen. Dann kommen wir zu Justinian, das ist der letzte Punkt. Justinian selber, das ist also ein berühmtes Mosaik aus San Vitale, das in dieser Zeit der Ostgoten entstanden ist, fühlten sich auch für den Westen zuständig und Justinian versuchte nun auch, den Westen wieder zum Teil der Osten anzugliedern und das Römische Reich in seiner alten Pracht eben wieder erstrahlen zu lassen. Über seine Kriege sind von Prokop von Caesarea 8 Bücher erschienen, gegen die Perser, die Ostgoten und auch gegen die Vandalen. Er selbst stammte aus dem Balkanraum, wie sein Vorgänger auch, und war der letzte Kaiser, der Latein als Muttersprache hatte und Griechisch wohl nicht gut konnte, und da haben sich diese Senatoren immer drüber lustig gemacht. Seine wichtigsten Feldherren waren Belisar und Narses, die sehr erfolgreich agierten. Hier haben wir also dieses Mosaik,
Und das Zentralteil, also Maximianus ist der Bischof der Kirche, der ist separat erwähnt. Und wenn Sie das so ein bisschen sehen können, es gibt nur einige Personen, die individuelle Züge tragen. Das sind also dieser hier, Justinian selber, der ist ja auch noch nicht so schwer zu erkennen, Maximianus selbst hier auch. Und die beiden nichtkirchlichen Würdenträger, die neben Justinian stehen, werden immer als Narses und Belisar angesehen. Belisar wahrscheinlich auf der linken Seite, weil er etwas prominenter ist und dieses Abzeichen, von dem nicht klar ist, was es bedeutet, zu sehen ist. Narses, weil er ein bisschen dicker ist und Eunuch war und das wahrscheinlich dazu geführt hat, dass er sich anderweitig beschäftigt hat und deswegen so aussah wie Achimense, falls Sie ihn kennen. Er sieht ihm sehr ähnlich. Das sind die beiden und das sind doch die einzigen Bilder, die wir von Narses und Belisar haben. So. Nach einem ersten Einfall 468, den ich schon erwähnt habe, im Vandalenreich in Nordafrika, kam es dann einige Zeit später, 530, zu einem Putsch gegen Hilderich, dem letzten König der Vandalen, der noch in Reihe mit Geiserich stand, mit dem ja ein Fürdus abgeschlossen worden war. Und Gelimer kerkerte ihn ein und schwang sich zum König auf. Justinian entschied sich daraufhin, einen Straffeldzug zu entsenden. Vorher haben wir aber noch, das habe ich vergessen, 530, 31, einen sehr kurzen Krieg gegen die Perser, der mit einem Frieden endete und nicht besonders verlustreich war. So, dann haben wir den Einfall dieses Strafheeres im Vandalenreich, das allerdings überraschenderweise sehr erfolgreich war und Belisar konnte in zwei Schlachten Gelimer und auch seine Feldherren schwer schlagen und das Reich im Wesentlichen zerschlagen. Und in dieser Zeit wurde das Vandalenreich, ehemals Vandalenreich, wieder dem Römischen angegliedert. Und seit diesem Zeitpunkt ist Nordafrika, dann einem Praefectus Praetorio unterstellt, wieder Teil des Römischen Reiches. Nach diesem Krieg waren nun Kräfte frei geworden, nach dem Sieg 534. Und außerdem durch diese Rückeroberung Afrikas gab es eine neue Situation. Gleichzeitig gab es eine Situation, die hier unvorhersehbar war, im Ostgotenreich. Theoderich war gestorben und es kam zu Thronstreitigkeiten und Intrigen. Und ein neuer Herrscher namens Theodahad hatte sich zum König aufgeschwungen und Justinian beschloss einzugreifen. 535, also ein Jahr nach dem Sieg in Nordafrika, marschierten im Süden Truppen ein. Im Norden funktionierte das erst nicht so besonders gut. Theodahad wurde abgesetzt. Witigis zum neuen König der Ostgoten gekrönt und es begann ein Krieg, der einige Zeit dauerte und 540 in der Gefangennahme des Witigis gipfelte in Ravenna, der dann verschleppt wurde und einen Posten irgendwo im Osten erhielt, jedenfalls nicht ermordet wurde und damit war dieser erste Teil des Krieges vorbei. 540 kam es dann zu einem neuen Perserkrieg, vermutlich war Chosrau der Erste, der persische oder sassanidische König, einen Erfolg brauchte. Dieser Krieg musste nun parallel zu dem in Italien geführt werden und Justinian entsandte ein großes Heer und die Truppen fehlten dementsprechend dann im Westen. Antiocheia wurde erobert, geplündert und andere Städte kauften sich frei. 560, 20 Jahre später, kam es dann zur Bedrohung der Perser durch die Türken, deswegen zwei Jahre später, 562, zum Friedensschluss und zum Ende dieses langen Krieges. Justinian musste allerdings trotzdem Tribute zahlen an das Sassanidische Reich. Im Ostgotenreich, beziehungsweise in Italien, kam es 542, zwei Jahre nach Beginn des neuen Persischen Krieges, zur Wahl Totilas zum König und zum Beginn der zweiten blutigen Phase des Krieges gegen die Ostgoten, der im Wesentlichen in der Zerstörung vieler Städte gipfelte. Im Norden griffen die Franken ein, entweder auf Hinweis durch Ostgoten oder durch Oströmer oder auch auf eigene Rechnung, schickten Heere alemannische Truppen aus Alemannien, die eine ganze Weile in Nordafrika stationiert waren, in Norditalien stationiert waren. In diesem Krieg kam es zu chaotischen, wechselnden Grenzverläufen. Viele Städte wurden zerstört, Mauern geschleift. Gibt es eine ganze Reihe von Berichten. Mediolanum bis auf die Grundmauern niedergebrannt und Hunderttausende umgebracht nach Prokops Bericht. Es gab Hungersnöte, Wechseln von Truppen und von Bevölkerung, weil immer wieder irgendwelche Truppen kamen, mal Ostrom, mal Ostgoten und man hat immer gewechselt, je nachdem, weil man nicht mehr in der Lage war, die Städte zu verteidigen und Italien wurde in diesem Krieg extrem schwer geschädigt.
552 kam es zum Sieg über Totila, dann später über Teja. Und zwei Jahre später wurde der letzte Widerstand gebrochen. 554. Italien wurde dann durch Justinian kurz neu geordnet. Der ganze Feldzug ist durch Narses geführt worden, der zweite Teil des Feldzuges. Und wurde Ostreich dem Oströmischen Reich wieder angegliedert, allerdings auch nur für einige Jahre, denn dann, 568, kamen die Langobarden und dann ist Norditalien verloren. Ergänzend sei noch Spanien genannt, das 552 ebenfalls zu einem Teil wieder oströmisch wurde, bis ins 7. Jahrhundert dann auch blieb. Diese Gebietsgewinne bilden die sogenannte Restauratio Imperii durch Justinian, der Versuch der Wiedereroberung des gesamten Römischen Reiches, der überraschend erfolgreich war und in Nordafrika auch eine ganze Weile hielt, aber ansonsten das Reich ausgeblutet hat und das Gesicht des Mittelmeerraums nochmal deutlich verändert hat. Justinian starb 565. Mit ihm ging ein bedeutender Herrscher, unter dem es viele Veränderungen auf der politischen Bühne gab. Das Vandalenreich, das Ostgotenreich waren weg. Ostgrom war nochmals, und zwar ein letztes Mal, aufgestiegen. Hier sollen die Betrachtungen auch enden. In den 250 Jahren, die ich Ihnen vorgestellt habe, hatte sich das Gesicht der ehemals antiken Welt stark gewandelt. Die Franken waren nun dominante Macht im Westen, das Westgotenreich ebenfalls noch eine ganze Zeit bedeutend. Das Oströmische Reich konnte seine Position noch eine Weile halten, doch mit der islamischen Expansion 630 kam dann ein neuer Spieler hinzu, der wiederum das Aussehen der Welt entscheidend verändern sollte. Vielen Dank.